Willkommen in meiner Tortenwelt. Heute möchten wir ein sehr schnelles, leckeres und sehr schönes Rezept machen, denn wir machen heute Blumen-Cupcakes. Und zwar werde ich jetzt erstmal so einen ganz normalen Muffinteig herstellen. Da nehme ich immer ganz gern meinen Buttermilch-Muffinteig, weil die einfach so schön luftig sind und sehr saftig sind. Und außerdem sind sie total einfach. Deswegen stellen wir jetzt erstmal die Muffins her und später zeige ich euch, wie ich meine leckere Buttercreme mache. Also, ich mache jetzt heute die doppelte Menge, aber ich zeige euch die Mengen für ein Muffinblech. Genau, und später bemale ich mit Samira noch das schöne Vogelhäuschen. Genau. Also, ich habe jetzt hier auch die doppelte Menge stehen, aber ich sage euch die einfache Menge. Und zwar brauche ich 2 Eier, 100 Gramm Zucker, 60 Milliliter Sonnenblumenöl, 300 Milliliter Buttermilch. Ich brauche etwas Vanilleextrakt, eine Zitrone und ich brauche 350 Gramm Weizenmehl. Hier einen Teelöffel Natron und 2 Teelöffel Backpulver. Kein Problem, bist du ein bisschen krank. Zuerst geben wir jetzt die Eier in die Rührschüssel. Machst du das? So, super. Alles geplatscht. Dann kommt der Zucker mit rein. Machen wir zusammen, das ist ziemlich schwer. Und das lasse ich jetzt erstmal richtig schön schaumig rühren und gebe da jetzt gleich noch eine Prise Salz mit dazu. Die habe ich vergessen rauszustellen. Also so sieht jetzt diese Eiermasse aus. Die habe ich jetzt bei höchster Stufe etwa 3-4 Minuten rühren lassen. Wow. Jetzt gebe ich die Buttermilch mit rein. Ich auch. Du machst das. Ich nehme die Milch und du nimmst den Zucker. Das ist doch beides Buttermilch. So, und das lassen wir jetzt kurz bei niedriger Stufe einrühren. Und in der Zeit kann ich schon mal das Öl abmessen. Ich will es abmessen. Wie viel nimmst du? Das gebe ich jetzt auch mit dazu. Oh, das ist zu gemacht. Ja, das war jetzt ganz laut. Ich gebe jetzt auch gleich noch Vanilleextrakt dazu. Was ist das? Gerade so ein paar Tropfen. So. Und jetzt sind wir gleich fertig. Denn jetzt muss ich nur noch die Zitronenschale abreiben. Ich nehme nur noch ein bisschen von hier. Ja, dann probier. Ich habe das auch als ein Kind immer probiert. Da war der Kuchen immer leckerer als der. Nee, da war der Teig immer leckerer als der Kuchen. Genau. Ist halt schön, wenn man noch Kind ist, gell? Okay. Ist gut? Ja. Das freut mich. Wow, wie viel, gell? Mhm. Ich will auch mal noch das Seiden. So, jetzt kannst du die Zitrone so ein bisschen zerdrücken mit der Hand. Genau. Das reicht schon. Dann kommt nämlich der Saft gleich da raus. Und jetzt gebe ich einfach noch den Zitronensaft mit dazu. Ich nehme es. Das darfst du machen, okay. Ich mach's. So, jetzt über die Schüssel. Wow, ich kann das ganz allein. Komm, den letzten Rest drücke ich dir noch aus. Aber dann drücke ich. Nee, warte, warte, sonst kommen die Kerne rein. Nicht drücken. Also. So, hier wieder rein. Und jetzt wieder drücken. Und jetzt geben wir Backpulver und Natron mit zum Mehl da rein. Und das verrühren wir ganz kurz, dann vermischt sich das schön und bildet einfach keine Klumpen. Wer jetzt kein Natron hat, kann auch gerne einfach eine ganze Packung Backpulver benutzen. Geht auch, aber mit dem Natron gehen sie noch ein bisschen besser auf. Und jetzt gebe ich das komplette Mehl mit dem Backpulver und dem Natron mit zum Teig. Und du drehst dich bitte beim Husten weg, gell? Und das lasse ich jetzt bei niedriger Stufe einrühren. Jetzt habe ich hier schon meine Backform mit den Muffin-Papierförmchen ausgelegt und nehme jetzt einen Eisportionierer, das ist jetzt ein ganz normaler großer, und gebe jetzt immer einen Löffel da in eine Muffinform rein. Also aus meinem Backblech oder mit meinem Backblech und mit meinem Eisportionierer bekomme ich keine 12 Muffins, sondern etwa so 15 bis 16. Könnt ihr euch
Müsst ihr einfach ausprobieren, wie groß eure Muffinform ist und wie groß der Eisportionierer ist, wobei ich sie immer so bis 3/4 ungefähr befülle. Und jetzt kommen die Muffins in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 13 bis 15 Minuten. Und danach lasse ich sie dann komplett abkühlen. Meine Muffins sind jetzt abgekühlt, die habe ich jetzt hier einfach auf so einem Abkühlgitter stehen. Und jetzt werde ich mein Frosting vorbereiten und brauche dafür nur ganz wenige Zutaten, die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also ich brauche nur 3 Zutaten im Prinzip, das ist einmal Butter, Frischkäse und Puderzucker und alles in gleicher Menge. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt ganz viel davon und mache eine ganz große Menge, aber ihr braucht im Prinzip nur 150 Gramm weiche Butter, 150 Gramm Puderzucker und 150 Gramm Frischkäse. Die Butter ist zimmerwarm, der Frischkäse ist ein bisschen noch kalt, ansonsten wird die Creme einfach viel zu flüssig. Und zum Verfeinern nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen Vanilleextrakt und wer will, noch ein bisschen Zitronensaft oder Schale. Ich habe jetzt halt wieder dieses Zitronenextrakt, weil es einfach intensiver schmeckt und ich habe keine Zitronen mehr daheim. Das ist der einfache Grund. Und jetzt gebe ich zuerst die Butter in meine Rührschüssel. Ups, jetzt ist sie drin. Dann kommt da gleich der Puderzucker mit rein. Und ich lasse es jetzt so etwa 2, 3, 4 Minuten lang cremig rühren. Dann wird das Ganze auch immer heller. Erstmal bei niedriger Stufe, bis es sich ein bisschen vermischt hat. Und wenn ihr seht, der Puderzucker ist schon in der Butter mit drin und staubt nicht mehr so, dann könnt ihr hochschalten. Übrigens brauche ich auch gleich ein paar Lebensmittelfarben. Und zwar nehme ich einfach hier diese Farbpasten. Ich habe jetzt für die Cupcakes brauche ich jetzt gleich nur Blau. Aber die gibt es auch in, ich glaube, 5 oder 6 verschiedenen Farben. Auch Rot, Schwarz, Rosa, Gelb, Grün. Jetzt kann ich ein bisschen höher schalten. So sieht die Buttermasse jetzt aus. Also richtig schön weiß, cremig und locker, luftig. Mancher würde jetzt sagen fluffig, aber das Wort finde ich total hässlich. Deswegen locker luftig. Ups. Weiß nicht, manchmal gibt es beim Kochen einfach so Wörter, die mag ich nicht. Fluffig. Oder wie heißt es beim Risotto? Schatz, wie heißt es beim Risotto? Schlotzig. Oh, schlotzig, das ist ganz eklig. Das ist ein richtig ekliges Wort. Das geht gar nicht. So, jetzt gebe ich noch meinen Zitronenextrakt mit dazu. Und ihr könnt da jetzt gerne, wie gesagt, Zitronenschale reingeben, finde ich richtig lecker. Und etwas Vanilleextrakt, einfach für das tolle Aroma. Könnte man natürlich auch andere Aromen nehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Muffins auch nicht mit Zitronensaft und Zitronenschale gemacht habt, sondern mit irgendwas anderem, zum Beispiel Meervanille. Und ihr macht so einen Vanille-Muffin oder Vanille-Cupcake, könnt ihr auch einfach nur Vanille benutzen. Oder irgendwas anderes, halt Kaffee. Noch mal etwa eine halbe Minute verrühren bei mittlerer Stufe, ja, so bei Stufe 4. Und dann ist die Buttercreme auch schon fertig. Das klingt wahrscheinlich ziemlich komisch, also Butter mit Puderzucker und Frischkäse, aber das ist wirklich für mich so mein Lieblingstopping auf Cupcakes, vor allem weil es durch den Frischkäse ziemlich leicht wird und etwas säuerlich, nicht so schwer wie einfach nur Butter. Schmeckt auch, ehrlich gesagt, nicht so nur nach Butter. Und das teile ich mir jetzt hier kurz auf, denn ich mache ja später noch ein paar andere Muffins oder Cupcakes. Und möchte jetzt die Blumen, die ich heute mache, zweifarbig machen. Jetzt habe ich hier eine ganz kleine Menge und da gebe ich jetzt etwas Blau rein. Gerade mal erstmal so 2 Tropfen. Die sind halt wirklich hochkonzentriert, also da braucht man wirklich ganz wenig Farbe nur. Und diese hier jetzt, ich habe die von Decobug immer ganz gern, weil die einfach ohne diese kennzeichnungspflichtigen Azofarbstoffe sind. Also die sind halt echt unbedenklich für Kinder und deswegen nehme ich die halt immer super gern.
Ich nehme jetzt nochmal zwei Tropfen, weil jetzt habe ich ein schönes Hellblau. Finde ich auch super schön, aber ich will gleich einen Kontrast zu dem Weiß haben. Also mache ich es ein bisschen dunkler. Und so kann man einfach selber bestimmen, wie dunkel oder wie hell man die Farbe haben will. Die Creme und die Creme, die weiße Creme, gebe ich jetzt ganz kurz in den Kühlschrank, damit ich sie gleich besser spritzen kann. Wirklich nur so 1 bis 2 Minuten. Jetzt ist nämlich noch ziemlich weich. Aber ich möchte, dass sie ein bisschen fester wird, weil es einfach beim Spritzen einfacher ist. Gebe ich kurz rein. Oh, das macht kurz der Murat. Das ist das super. Weil dann kann ich in der Zeit, danke, schon mal meinen Spritzbeutel vorbereiten. Also die Blumen, die ich heute mache, das soll so die Optik von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Hyazinthen. Andrea, habe ich es richtig? Hyazinthen, hört sich ja wie Hyazinthen. Und deswegen mache ich die jetzt blau-weiß und nehme dafür jetzt diese Spritztülle. Also das ist eine mit 14 mm Durchmesser und es sieht fast so aus wie eine Sterntülle, ist aber so nach innen geschlossen. Also eine Sterntülle ist ja so ein bisschen offen mit den Spitzen und die hier ist eben nach innen verschlossen. Deswegen nehme ich heute die und die zwei nehme ich später, weil ich ja noch andere Cupcakes machen möchte. Und jetzt nehme ich meinen Spritzbeutel. Diesmal jetzt ohne Adapter. Den Adapter nehme ich immer gern, wenn ich zum Beispiel Spritztüllen auch mal wechseln will, weil dann geht es besser. Jetzt stecke ich das einfach rein, schiebe es bis nach vorne, ein bisschen zurück und kann eine Spitze abschneiden und dann einfach durchdrücken. So. Und jetzt gebe ich das hier gleich in meinen Spritzbeutelständer, aber ich räume mir jetzt ein bisschen auf und warte einfach ganz kurz auf die Creme. Meine Creme sind jetzt beide wieder kalt. Jetzt kann ich den Spritzbeutel befüllen und ich möchte, dass das so eine Zwei-Farben-Optik hat. So, jetzt stülpe ich mir das einmal über die Hand. Normalerweise mache ich das ja immer gerne im Spritzbeutelständer, aber jetzt muss ich es in der Hand machen, denn das Blaue kommt jetzt nur an den Rand. Also das wird jetzt hier wirklich nur am Rand entlang gestrichen und in die Mitte kommt dann Weiß. Könnt ihr auch so machen, dass ihr das hier erstmal so zusammendrückt. Dann habt ihr es nämlich überall am Rand. Und dann öffnen wir es einfach wieder. So. Und jetzt muss ich nur gucken, dass unten Richtung Lochtülle oder Richtung Spritztülle da einfach die Öffnung frei bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt dort durchsehen könnt. Ups, jetzt habe ich es wieder zusammengedrückt. Aber vielleicht sieht man es, dass praktisch die Tülle jetzt nicht verstopft ist mit dem Blau, sondern da kommt dann gleich Weiß rein. Und jetzt fülle ich direkt das Weiß nach. Das mache ich jetzt aber hier. Das geht jetzt einfacher für mich. Ich kann es jetzt da reinstecken. Und jetzt einfach das Weiß noch rein. Und jetzt den Spritzbeutel hochnehmen, vorsichtig. Und einmal schütteln. Und jetzt drücke ich hier einmal ganz kurz den ersten Rest raus. Da ist auch meistens noch ein bisschen Luft mit drin. Und jetzt, wo es Weiß kommt, jetzt kann ich beginnen. Also, am besten nehmt ihr euch jetzt so einen Cupcake. Ich stelle mir den jetzt da drauf. Sieht man es besser. Und jetzt drücken wir wir fangen außen an und immer so ganz kleine Bewegungen. Und deswegen ist es halt hier wichtig, dass die Creme nicht zu weich ist, ansonsten verläuft euch das nämlich ziemlich schnell. Und ihr könnt da jetzt einfach noch so die Lücken füllen. Wenn ihr wollt, ihr könnt es auch so lassen. Und dann haben wir richtig schöne Cupcakes. Man hätte jetzt auch statt Weiß einfach eine andere Farbe machen können, wie Rosa zum Beispiel. Sieht auch hübsch aus. Und jetzt setze ich hier einfach noch ein paar Schmetterlinge drauf. Das muss man natürlich nicht. Ich finde die Cupcakes so auch schon richtig schön. Aber ich finde, das gibt so noch mal einen richtigen Frühlingstouch. Oder was denkst du, Murat?
Ja, mach. Ist doch hübsch. Ist das eine Oblade? Ja, das sind so essbare Oblade. Und die kannst du dann einfach zusammenknicken und hier draufsetzen. Und so kann man jetzt ziemlich einfach und relativ schnell richtig schöne Cupcakes zaubern. Du sagst immer einfach, einfach, also einfach. Ja, es ist ja jetzt nicht schwierig. Also für mich war es jetzt ziemlich einfach, weil wenn man das richtige Werkzeug dazu hat, also zum Beispiel diese Spritztülle, dann ist ja die Spritztechnik an sich relativ einfach. Einfach, genau. Aber es ist wirklich nicht schwierig. Also ich würde mal sagen, für einen Backanfänger ist es vielleicht wirklich eine Herausforderung, aber für jemanden, der öfter backt, ist es natürlich einfach. Relativ einfach. Ich weiß, dass es mein Lieblingswort ist und ich das so oft sage, aber ja, es kommt halt ganz einfach. Einfach automatisch. Egal. Wenn ihr wollt, dürft ihr das Rezept gern auf meinem Blog nachmachen. Einfach auf meinem Blog nachlesen und einfach nachmachen. Ja, jetzt reicht's aber. Jetzt denke ich dran. Ich glaube, jetzt achte ich sogar drauf. Und zwar könnt ihr das nachlesen auf sallys-blog.de. Und ich werde die jetzt noch mal ein bisschen kühl stellen, denn wenn ich jetzt drankommen würde, würden die Blüten zerstört werden. Und jetzt stelle ich sie kühl und kann sie dann auch richtig schön kühl servieren. Und in meinem nächsten Video werdet ihr übrigens sehen, wie ich mit diesen Cupcakes auch noch andere Cupcakes spritze, also noch andere Spritztechniken und wie man damit sogar so ein richtig schönes so einen Blumenstrauß machen kann aus Cupcakes. Das zeige ich euch. Ich weiß nicht, ob es direkt das nächste Video wird oder eins der nächsten Videos. Auf jeden Fall kommt es demnächst. Bis bald. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich mich wegen dir voll lang verhaspelt. Das war jetzt nicht einfach.